Freunde, ich habe einen Fehler gemacht. Auf den Online-Bildern sah es so aus wie Bordeaux-Rot. Ist es nicht. Es ist Pink. Eine Woche lang Neon-Pink. Farblich angepasst ist dafür aber auch das Ladekabel, was ich so als kleinen zusätzlichen Farbtupfer ziemlich cool finde. Und jetzt mal abgesehen von der Farbe, bin ich von der Form des Smartphones völlig angetan. Diese kleinen Ecken, das Auslaufen der Kanten, die eingesetzte Rückseite aus Glas, schicke Designelemente gibt's hier, wo das Auge hinschaut. Haptisch gehört es mit seinen 209 Gramm und knappen 9 mm Gehäusedicke dafür aber eher zu den massiveren Smartphones und liegt nicht ganz so elegant in der Hand, wie es aussieht. Die allgemeine Verarbeitung ist absolut top, mit einer kleinen Ausnahme, den Buttons. Die Lautstärkewippe hat recht viel Spiel. Beim Power-Button spürt man eine leicht scharfe Kante, nur die dritte frei belegbare Aktionstaste ist sauber verarbeitet, sitzt dafür aber für eine häufige Nutzung einfach ein Stück zu hoch. Unter einer Gorilla Glass 3 Scheibe befindet sich ein 6,55 Zoll großes, farbprächtiges Full-HD OLED Display, welches mit bis zu 144 Hertz richtig flüssig daherkommt oder etwas stromsparender zwischen 120 und 60 Hertz variabel umschalten kann. Es wird ausreichend hell und kann dank Ultrasonnenlichtmodus mit bis zu 1000 Nits auch bei direkter Einstrahlung gut abgelesen werden. Ein meist schickes Always-On-Display rundet die Sache ab. Lediglich wenn man Spotify laufen hat, dann ist hier alles ein kleines bisschen verschoben. Im Gerät sorgt ein Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, der sich performancetechnisch leicht unter dem normalen 7 Gen 3 ansiedelt, für eine super Alltagsperformance. Animationen wirken flüssig, Apps starten rasch und die Kamera ist schnell einsatzbereit. Im Alltag bleibt er dabei schön kühl und energiesparend, gibt man ihm aber ein bisschen die Sporen, wird er auch gern mal gut warm. War zum Beispiel bei Pokémon Go mit hoher Bildwiederholrate so. Allgemein liefen alle von mir getesteten Spiele problemlos, mit der kleinen Einschränkung, dass man sie nicht alle auf hohen Details zocken konnte, für die Mittelklasse aber völlig ausreichend. Dem Prozessor zur Seite stehen dann noch 8 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher, die dann auch noch per MicroSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden können. Um die Daten vom Telefon dann wieder herunterzubekommen, kann man aber leider nur einen USB-C 2.0 Anschluss nutzen. Wäre nicht ganz so schlimm, wenn er wenigstens anständig Power zur Audioausgabe hätte, hat er aber nicht. Und gerade wenn ich im Auto unterwegs bin und die Musik mal ein kleines bisschen lauter hören möchte, dann muss ich alle Regler bis voll zum Anschlag drehen. Ebenso ein wenig gespart wurde ein Vibrationsmotor. Er ist zwar leise, aber nicht sehr taktil. So ein X-Achsenmotor könnte dieses ganze Konstrukt hier nochmal ein gutes Stück aufwerten, sodass die Haptik dann auch noch zur hochwertigen Optik passt. Und was die Akustik angeht, haben wir hier einen Stereo-Lautsprecher verbaut, der mal so richtig laut wird und durchweg ganz gut klingt, auch wenn die Tiefen ein wenig fehlen. Was mich daran aber mehr stört, ist die leiseste Einstellungsstufe, die mir persönlich zum Scrollen durch Social Media in ruhigen Umgebungen echt zu laut ist. Das hat mich so sehr gestört, dass ich tatsächlich einen Equalizer installiert und alle Frequenzbereiche heruntergeregelt habe. Als Entsperrmethoden bietet uns HMD entweder eine 2D-Gesichtsentsperrung oder einen seitlichen Fingerabdrucksensor, der schnell und zuverlässig arbeitet. Es wäre nur cool, wenn dieser Fingerabdrucksensor erst dann reagiert, wenn ich auch wirklich den Power-Button drücke, weil so betätige ich ihn die ganze Zeit, wenn ich das Telefon hinlege oder aufnehmen will oder einfach nur mal so kurz in der Hand halte. Das ist ein kleines bisschen nervig. Mit IP54 ist das Smartphone weniger wassergeschützt, als ich erst angenommen hatte, was aber einen guten Grund hat. Denn das HMD Skyline konnte bei iFixit eine grandiose Bewertung von 9 von 10 Reparaturpunkten. Über diese kleine, clevere Schraube kann man nämlich easy das Backcover anheben. Und als jemand, der selber schon etliche Smartphones repariert hat, weiß ich, wie ätzend es sein kann, so eine richtig hart verklebte Rückseite von so einem Telefon runterzukriegen. Da ist das hier ein richtiger Segen. Natürlich haben mich da auch die Preise der, Zitat, öffentlich zugänglichen Ersatzteile interessiert. Nur blöderweise gibt's im Moment keine.
Bei der Software kann HMD Pluspunkte einfahren, denn hier drauf läuft ein nahezu Stock Android 14 mit nur wenigen vorinstallierten Apps und noch weniger Rucklern oder Bugs. Zusätzlich kommt demnächst noch ein Digital Detox Mode. Wann demnächst ist, weiß man nur leider nicht. Ein kleines Gimmick ist der wie vorhin schon angesprochene Extra-Button, der komplett beliebig belegt werden kann, was manchmal echt nützlich sein kann. Mich stören eigentlich lediglich die zwei großen Android-Updates und die dreijährlichen Sicherheitsupdates, denn gerade ein Smartphone, was so schick aussieht und was man auch noch durch Selbstreparatur super lange am Leben erhalten kann, würde man wahrscheinlich softwaretechnisch ebenso gerne etwas länger auf dem neuesten Stand behalten. Die Bilder der 50 Megapixel Frontkamera haben eine angenehme Schärfe für Selfies und auch sehr schöne, kaum übersättigte Farben. Was cool ist, sie besitzt eine richtig gut funktionierende Gestenerkennung zum Selbstauslösen, falls das Handy mal etwas weiter weg steht. Ein Augenautofokus ist ebenfalls mit dabei, der mein Auge immer zuverlässig erkannte, der Fokus aber leider trotzdem nicht immer perfekt saß. Wenn es dunkler wird, kann man manuell den Nachtmodus mit dazuschalten, der aus dem Bild nochmal ein bisschen was herausholen kann. Hier funktioniert die Gestenerkennung dann aber nicht mehr. Die rückseitigen Kameras, drei an der Zahl, bieten bei gutem Licht ebenfalls Ergebnisse mit schönen natürlichen Farben, die auch farblich untereinander kaum Unterschiede aufweisen. Gut, bis auf die Grüntöne manchmal. Details und Schärfe sind ebenso auf einem guten Niveau, überschärft wirkt hier so gut wie gar nichts, sodass ich bei Tageslicht kaum etwas auszusetzen habe. Neben einem 13 Megapixel Ultraweitwinkelsensor und der 108 Megapixel Hauptkamera gibt es auch noch einen Zweifach-Zoom, der bis vierfach ganz gute Ergebnisse liefert, danach aber stark abfällt. Die 20-fache Vergrößerung ist auch mit dabei. Wenn es dunkler wird, kann man auch hier wieder manuell den Nachtmodus aktivieren, der aus den Bildern noch mehr einiges herausholen kann. Bei richtiger Dunkelheit merkt man allerdings, dass man sich hier in der Mittelklasse befindet. Videos werden durch die Bank weg mit 4K 30 FPS maximal aufgenommen. Leider hatte ich hier nicht die Zeit, das richtig auszuprobieren. Im ersten Eindruck sind mir nur die gute Schärfe und die nur leicht übersättigten Farben positiv aufgefallen. Einen Action-Modus gibt es übrigens auch noch. Hier wird das Video von der Ultra-Weitwinkelkamera aufgenommen, kam mir allerdings ziemlich ruckelig vor. 4600 mAh sitzen in diesem Gerät und die haben mir bei 9 von 10 Tagen ausgereicht, um gut durchzukommen. Ich habe das Gerät an einem Tag, aber auch vor dem Abendessen leer bekommen. 48 Stunden, wie auf der Internetseite angegeben, kommen meiner Meinung nach nicht hin. Aufgeladen wird der Spaß dann auf dem Papier mit maximal 33 Watt kabelgebunden oder sogar per neuem G2 Standard, also kabellosem, magnetunterstützten Laden. Eigentlich sollte G2 Wireless Charging abwärtskompatibel sein, das ist es aber irgendwie nicht. Es lädt weder auf dem hier, noch auf dem. Immerhin funktioniert das Reverse Wireless Charging, wenn man die Funktion anmachen würde. Fazit, das hier ist eines der schönsten Geräte überhaupt und ich finde es echt ein bisschen schade, dass man nicht viel mehr darüber spricht. Eine gute Alltagsperformance, eine saubere Software, schöne Kamerafarben und eine richtig gute Selbstreparierbarkeit sind definitiv die Stärken des 500 € Geräts. An Verbesserungen würde ich mir definitiv längere Updates wünschen. Und ansonsten eigentlich nur so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einen taktileren Vibrationsmotor, dass man die Lautsprecher ein bisschen feiner einstellen kann, mehr Power für den USB-C-Ausgang und dass man dem Fingerabdrucksensor wenigstens die Möglichkeit gibt, dass er erst reagiert, wenn man draufdrückt. Eigentlich wollte ich noch die geringe Farbauswahl bemängeln, aber während ich das hier getestet habe, kam noch eine dritte Farbe raus, nämlich ein Topaz Blue, was richtig, richtig schick aussieht. So. Das wird es nun gewesen sein mit meinem Review zum HMD Skyline. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.